Unsere Geschichte spielt an einem sonnigen Samstagnachmittag, als unser Held Super Grobi mal wieder über Stadt und Land fliegt und Ausschau nach Menschen in Not hält. Oh nein, es ist schrecklich. Ich hab mich komplett verlaufen. Wenn mir doch nur jemand helfen könnte. Aha, was sehen meine Superheldenaugen dort unten? Das sieht aus wie jemand in Not. Keine Sorge, Super Grobi ist auf dem Weg. Oh, was ist das? Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, es ist... Super Grobi! Ganz genau! Super Grobi! Stets bereit, wenn jemand Hilfe braucht. Na, wo brennt's denn, kleiner Junge? Meine Oma hat mich zum Kuchenessen eingeladen. Also beim Kuchenessen helfe ich gerne. Nein, das ist nicht das Problem. Ich finde das Haus von meiner Oma nicht. Oh, das ist in der Tat ein sehr großes Problem. Da kann ich dir bestimmt mit meinem super Verstand helfen. Wo wohnt denn deine Oma? Das ist es ja. Ich habe die Adresse vergessen. Ich weiß nur noch, dass auf dem Fensterbrett von meiner Oma 4 Blumentöpfe stehen. Und an der Hauswand steht die Zahl 9. Ach so, na das sind doch sehr gute Hinweise. Da sehe ich mich doch mal mit meinen super Augen um. Ha! Na bitte! Da hinten ist das Haus von deiner Oma doch schon! Wirklich? So, bitteschön! Blumentöpfe am Fenster und eine Zahl an der Wand. Ja, aber... Ja, und wieder mal hat Super Grobi ein Problem gelöst! Aber... Du brauchst dich nicht bedanken, kleiner Junge! Das habe ich doch gerne gemacht! Aber das ist nicht das Haus von meiner Oma. Aber selbstverständlich ist es das. Sieh doch mal, da sind Blumentöpfe auf dem Fensterbrett. Ja, aber bei meiner Oma stehen 4 Blumentöpfe. Und hier stehen 1, 2, 3, 4, 5. 5 Blumentöpfe auf dem Fensterbrett. 5? Na, das ist doch überhaupt kein Problem. Sieh doch mal, hier. Wenn wir einen der Blumentöpfe wegnehmen, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4. Denn 5 weniger 1 ist 4. Problem gelöst. Ja, aber bei meiner Oma ist eine 9 an der Hauswand. Und an dieser Wand ist eine 6. Eine 6? Pass mal auf. Siehst du? Jetzt ist es eine 9. Jetzt haben wir ein Haus mit 4 Blumentöpfen und einer 9 an der Wand. Das Haus deiner Oma. Also ich glaube nicht, dass hier meine Oma wohnt. Doch, ich werde es dir beweisen. Wir müssen ja einfach nur mal klingeln. Dann wird deine Oma schon aufmachen. Pass auf. Oma! Oma! Was gibt's? Siehst du, da ist deine Oma. Das ist nicht meine Oma. Das ist ein Wolf, der sich verkleidet hat. Sind Sie nicht die Oma von diesem Jungen? Nee, ich bin die Oma vom Rotkäppchen. So, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ich muss zurück ins Bett. Mach, dass ihr hier wegkommt. Dann war das wohl doch nicht das richtige Haus. Moment mal. Wenn das hier das Haus mit der Nummer 6 ist, dann müssen wir vielleicht nur die Häuser in dieser Straße weiter abzählen, bis wir beim Haus mit der Nummer 9 sind. Hier ist die 6. Da ist die 7. Und das da ist das Haus mit der Nummer 8. Dann ist das hier das Haus mit der Nummer 9. Bist du sicher? Ja, schau mal. An der Tür, da ist eine 9. Und hier auf dem Fensterbrett stehen 1, 2, 3, 4 Blumentöpfe. Das ist das Haus meiner Oma. Jetzt erkenne ich es wieder. Hier wohnt sie. Ganz genau. Und wieder einmal hat Super Grobi ein Problem gelöst. Hallo, Oma. Wo immer Hilfe gebraucht wird, Super
Super Grobi ist zur Stelle. Denn Super Grobi weiß alles und Super Grobi sieht alles. Super Grobi? Hm? Wo bist du denn? Na hier, ich bin reingegangen. Ach, natürlich, das weiß ich. Meine super Augen sehen alles. Möchtest du mit mir und meiner Oma ein Stück Kuchen essen? Oh, na, da komme ich doch gerne dazu. Kuchen in Häusern mit 4 Blumentöpfen und einer 9 an der Tür mag ich am liebsten. Ernie? Oh, hallo, Bert. Ich würde gerne noch etwas Sesamstraße gucken. Na, das ist doch ganz einfach, Bert. Du musst nur in die ARD-Mediathek gehen. Ah. Könnt ihr übrigens auch. Mhm. Und das wir gehen mit. Ich.